Topfgucker TV empfiehlt. Ja, herzlich willkommen hier im Restaurant Daniel. Wir haben 2019 und hoffen natürlich, dass ihr alle einen tollen Start hattet. Daniel Fischer, ich meine, klar, ihr kennt ihn alle. Ich freue mich total, dass wir hier sind. Aber warum sind wir hier, Daniel? Weil wir jetzt den Sieger ziehen, rauswühlen, genau. Aus den ganzen Einsendungen. Den Sieger der Preisfrage aus einem Rezeptbeitrag vom letzten Jahr. Und die Preisfrage war, was verbirgt sich hinter einer sächsischen Lotuswurzel? Ich muss kurz fragen, der Gedankengang kam dir? Ja, die Idee kam mir spontan beim Aufschneiden, weil durch die großen Hohlräume erinnert der Querschnitt quasi ein bisschen an die Lotuswurzel. Ja, und ja, deswegen ist das Wort in dieser Sekunde entstanden. Ihr wart also Augenzeuge der Geburt eines neuen Wortes. Vielleicht wird es ja als Wort des Jahres 2019 aufgenommen. Willst du sagen, was sich dahinter verbirgt? Es ist natürlich der Querschnitt der Cranberry. Und ich sag dir ganz ehrlich, wir haben eine Unmenge von Zuschriften erhalten. Was bekommt der Gewinner? Ja, der Gewinner wird eingeladen zu einer schönen Vorspeise, für die wir uns natürlich besonders viel Mühe geben. Und je nachdem, wann der Sieger hier aufschlägt, wird es dann eine Vorspeise sein, weil die wechselt halt wöchentlich. Und aus dem Grund müssen wir mal gucken, wann der Sieger hier aufschlägt. Hier? Okay. Liest ruhig die E-Mail vor. Die ganze E-Mail? Ja. So, nach mehrmaligem Anschauen, nach mehrmaligem Anschauen des Beitrages habe ich mich bei der sächsischen Lotuswurzel für eingelegte Cranberries. Das war natürlich jetzt die rohe. Deswegen sind wir tolerant, es geht um die Frucht, die ist richtig. Aus dem Grund würde ich das jetzt in dem Fall der Siegerin widmen. Das ist die Stefanie Roth. Herzlichen Glückwunsch, wir sehen uns also demnächst. Was sagst du? Wir haben Datenschutz. Nachnamen weg, nur Vorname. Also, Gewinner ist Steffi. Genau. Steffi hat gewonnen. Ich freue mich auf unser Sehen. Alle weiteren Details bleiben bei mir intern verborgen quasi, ja. Okay, gut. Ich finde das ein bisschen blöd, dass wir nur einen Gewinner haben. Daniel, was hältst du davon? Wir von Topfgucker, oh ja, mach die Eins drauf. Wir von Topfgucker spendieren ein Dessert. Also wir ziehen jetzt nochmal. In dem Fall würde ich das machen. Okay, dann halte ich das Mikro. Ja. Gibst du beides hin? Nein. Gibst mir es und ich mache auf. Ja, so machen wir das. Ne? Und wer jetzt gezogen wird, den lädt Topfgucker TV hier im Restaurant Daniel ein zu einem Dessert. Ja. Und da wären wir dann beide dabei. Okay, ja? Gut. Wenn das so ist, dann machen wir das. Kriegen wir das hin. Ja, ich ziehe. So. Diesen Preis gewinnt, was mache ich jetzt, Datenschutz, das sag mal nur, diesmal was geschrieben hat. Okay, genau. Liebes Topfgucker-Team, ich meine, die Lösung heißt Cranberry. Genau. Und stimmt. Der Gewinner heißt? Rainer. 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 Ein AI, Rainer. Ein ja, AI-Rainer. Mehr können wir leider nicht verraten. Okay. Rainer, wir freuen uns auf dich. Ihr werdet sowieso alle per E-Mail von uns informiert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier im Restaurant Daniel zu einem schönen Dessert. Dann setze ich noch einen dritten drauf jetzt, ne, damit wenigstens der Prozentsatz der Sieger stimmt. Und wir machen noch zwei Glas Sekt. Einfach so zur Begrüßung. Auch persönlicher Trunk, Umtrunk, cool. Ja, zum dritten. Okay. Den ziehe ich natürlich selber. Mal gucken, wer das wird. Das ist eine ganz kurze. Die Lösung lautet Cranberry. Und in dem Fall geht das Ganze an den Manuel. Okay. Mehr können wir nicht verraten, aber wir beide trinken ein Glas Sekt. Oder Prosecco, mal gucken, wie mir an dem Tag dann ist. Okay. So, die Gewinner sind ermittelt. Mehr als gedacht. Ursprünglich haben wir einen gesagt und jetzt haben wir drei. Ich finde das ganz große Klasse. Wir freuen uns natürlich riesig von Topfgucker TV mit Daniel zu drehen. Und können wir in diesem Jahr ein paar Beiträge wieder von dir erwarten? Ich glaube schon. Ja? Ja. Also ich glaube, uns freut es ungemein. Jetzt noch ein Motto für 2019. Wir sind ja Anfang Januar. Also ich würde sagen, leben und leben lassen, aber es ergänzen mit Genuss. Ja, das also in diesem Sinne, leben und leben lassen und das Ganze noch genussvoll.
Wir sehen uns und die Gewinner werden von uns direkt persönlich mittels E-Mail benachrichtigt. Sehr schön. Ciao, ciao. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.